Den habe ich nie wieder oder nie vorher mit einer Kippe gesehen. Also, das waren tolle Bilder von Sepp Maier damals gedreht. Und ja, hier sind die beiden Partyvögel, Mehmet Scholl und Stefan Kunz. Aber vor einer Party kommt natürlich erstmal die Arbeit. Das Halbfinale. Julia, bitte. Jo, Matthias, das stimmt natürlich total. Also ich glaube, Stefan Kunz erinnert sich gerne daran, ist aber, glaube ich, mittlerweile schon total im Tunnel und jetzt fokussiert auf dieses Spiel hier. Trotzdem, es ist ja verrückt. Wir haben diese Parallelen in der Vorrunde schon mal angesprochen zur EM. Jetzt kommt im Halbfinale wieder England. Das heißt aber, sie müssen ihren Spielern sehr genau den Matchplan mitgegeben haben, wie man jetzt gegen England trifft und ins Finale kommt, oder? Na gut, aus Trainersicht wäre es mir lieber, wenn es dann nicht mit Verlängerung und Elfmeterschießen geht. Also nochmal, Sie haben schon recht, ich bin jetzt mehr in den Gedanken beim Spiel. Wir haben einige Umstellungen auch gerade gehört. Was haben Sie den beiden, die jetzt neu in die Startelf kommen, mitgegeben für dieses Spiel, weil für diese neue Situation jetzt zu beginnen? Genau, also zweimal Frische auch ein bisschen. Zwei Spieler, die noch nicht so viel im Einsatz waren, aber in der Bundesliga halt ziemlich gut oder ziemlich viele Einsätze hatten, sehr laufstark sind. Mehmet hat es richtig gesagt. Yannick Haberer zum bisschen dagegen, schon ein bisschen körperlich, was dafür gesprochen. Laufstärke und auch Torgefährlichkeit. Und verspricht auch für Maxi Philipp, dass eben die Torgefährlichkeit hat da heute ein bisschen Ausschlag gegeben. Niklas Stark hatte gerade ein bisschen Probleme beim Aufwärmen, musste nochmal in die Kabine. Wie geht's ihm? Kann ich Ihnen sagen, wenn ich von hier weg bin. Okay, dann hoffen wir einfach, dass er dann spielen kann und dass das alles gut wird. Klar wollen Sie sich auf das Spiel fokussieren, aber Sie haben auch nach dem Italien-Spiel gesagt, Sie mussten einen langen Spaziergang machen, um das Ganze zu verarbeiten. Wie haben Sie Ihren Spielern geholfen, das zu verarbeiten? Das war ja ein schwieriges Spiel. Ja, da ist mir auch die Selbstkritik ist mir ein bisschen zu weit gegangen. Sie haben sich gar nicht richtig gefreut. Man muss dann die Summe von drei Spielen sehen und da sind wir zu Recht im Halbfinale. Daran haben wir ein bisschen arbeiten müssen und es ist heute ein total anderes Spiel. Also Italien war schon ein toller Gegner und jetzt heute ist es wieder ein bisschen anders. Deswegen haben wir es versucht, relativ schnell auf die neue Aufgabe zu konzentrieren. Und vor allem möchten wir heute mit Herz Fußball spielen, dass alle, die zuschauen, nachher sagen, boah, cool, das ist eine tolle deutsche Mannschaft, können wir uns damit identifizieren. Da war richtig Leben drin, da war Gefühl drin, da war Emotion drin und das haben wir uns heute vorgenommen. Emotionen waren auch gestern in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Das war sehr launig, es liegt in der Natur der Sache, wenn da lauter englische Journalisten sitzen und Sie auf dem Podium. Die haben Ihnen aber anscheinend verziehen, die Engländer. Trotzdem haben Sie gestern gesagt, Elfmeterschießen haben wir gar nicht geübt, macht an der Stelle keinen Sinn. Jetzt hat der ein oder andere Kollege gesagt, haben wir doch beobachtet. Wie konnten Sie dieses Training einbauen für die Spieler, damit das auch nicht überhört wird? Genau, wir haben ein Abschlussspielchen gemacht und da hat es immer mal dazwischen ein paar Elfmeter gegeben. Aber ich bleibe dabei, die Drucksituation, die kann man im Training nicht stellen. Trotzdem machst du natürlich dann auch, damit mal jeder nochmal einen Elfer geschossen hat. Vielleicht auch ein bisschen damit als Trainer beruhigt. Ich habe alles gemacht, haben wir ein paar schießen lassen. Aber jetzt, wie gesagt, diese Situation nachzustellen, geht im Training nicht. Haben Sie auch mal einen draufgeknallt, dass das einfach mal geübt wird? Jetzt? Nee, im Training. Ja, warum? Das bringt ja nichts. Damit es Spaß macht. Alles. Okay, nee. Das soll dieses Spiel auch, Stefan Kunz. Alles Gute dafür. Danke.